Ich warte schon Monate drauf und heute ist es soweit. Das neue Tops ist da. Wow, Storm Vector. Die neue Machete, die bei sehr vielen Tests gut abgeschnitten hat. Das wollen wir uns anschauen. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe wirklich sehr lang drauf gewartet. Endlich ist es da. Schöne Keidegscheide. Wirklich sehr schöne Keidegscheide. Wird so eingesetzt. Hat dann hier diesen Clip, der ist ein bisschen streng. Ja. Das soll aber auch so sein. Also das soll ja nicht drauf einmal so ankommen und es fällt raus. Das sitzt total fett drinnen. Hier Standardlieferung von diesem Pfeifer dabei, so wie wir das von Topsmesser kennen. Ein Dengler. Auch sehr, sehr nett. Auch hier, das ist alles super, wunderschön gearbeitet. Riecht auch richtig ledrig. Ist wirklich sehr, sehr schön. Gut, dann hier aufmachen. Und dann kannst du das Messer entweder also so rausziehen oder eben dann ein bisschen anschieben sozusagen und dann rausziehen. Ja? Genau, dann geht's so. Also, Scheide sehr cool. Messer. Das Teil ist ein richtig schönes, fettes Haumesser. Schau dir die technischen Daten an, ich gebe da unten den Link. Es hat nur einen Anschliff, da ist fast kein Spiegel mit dabei, nur ein Anschliff und dann eben sekundäre Faser dazu. Vorne sehr aggressiv. Irgendwie, bevor ich da jetzt wirklich arbeite, ich stelle mal eine Frage, bevor ich überhaupt irgendwas tue. Warum das Messer diese Spitze hat? Wozu? Also ist das zur Verteidigung da, um mir, ja, so auf Gladiator, okay. Aber sonst, es wird nach vorne hin breiter, sehr kopflastig, so soll es auch sein. Dann eben hier wieder diese typische Idee, dass man danach vorgreift, damit man so arbeiten kann. Der Teil hier ist gut abgearbeitet, also da kann man sich nicht so einfach schneiden, also das ist gut. Ich mag das ja nicht, wenn das Ricasso dafür verwendet wird. Ich mag das nicht, aber das ist in dem Stil von dem Messer einfach so gegeben. Das passt. Dann Mirkata-Griffe, alles schön bombig. Hier hinten 2 Lineard-Löcher mit dabei. Wir müssen arbeiten, wir müssen unbedingt arbeiten. Also ich bin ja froh, dass ich es jetzt bekommen habe, denn ich warte wirklich schon lang drauf. Die Nachfrage ist enorm und Tops in den USA kommt überhaupt nicht nach mit dem Produzieren. Also ich bin froh, dass wir ein paar ergattert haben. Wenn du ein kleineres Messer haben willst, das auch gut ist und gut zum Hacken ist und vielleicht ein bisschen kleiner, Bushcraft Beaver, das muss billige Eigenwerbung, muss auch sein. So, jetzt wollen wir mal ausprobieren. Vibriert null. Vibriert null, kann ich da gleich einmal sagen. Also das... Boah, Alter, ich meine Österreich, im Osten Österreichs sagt, Alter, das zieht wirklich. Ich meine, es hat auch einiges an Gewicht. Ich meine, schau dir das an, wie gesagt, ich gebe dir den Link in meinen Shop. Das hat einiges an Gewicht, aber das lohnt sich auch wirklich. Es zieht wirklich wie Sau. Das ist unpackbar. Org. Echt arg. Schauen wir uns ein bisschen feinere Arbeiten an. Und auch die sind ohne Probleme möglich. Das ist, wow. Okay, ich nehme es zurück. Also das ist wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ich mag das normalerweise mit diesen Griffmulden nicht. Aber hier das Messer, das passt sehr schön, weil dieser Huppel hier genau da in die Hand reinpasst. Das ist wirklich gut gemacht. Also dieses Mal, ich nehme es zurück. Und bei so einem großen Messer, macht jetzt wahrscheinlich auch das Kraut nicht mehr fett, ja? Wie man so schön sagt. Also ob ich jetzt das Ricasso da jetzt habe oder nicht, macht jetzt beim Gewicht bei dem Monster auch fast nichts mehr aus. Es ist natürlich schwieriger damit zu schnitzen, ist klar, weil du einfach, es kippt so nach vor. Das bedeutet, du willst jetzt schnitzen, ja? Zum Beispiel die feinen Locken machen und das macht das auch alles wirklich sehr, sehr schön mit. Aber es zieht da halt so nach vor. Und jetzt muss ich gegenhalten und dadurch habe ich weniger Gefühl, aber es geht. Es geht wirklich. Ich meine, schau dir das an. Ja. Wow, da fällt mir. Da fallen mir gleich die Locken runter. Echt cool. Wirklich. Also Wahnsinn. Und das, also du lässt es fallen und allein durch das Gewicht des Messers fällt das runter. Das ist wirklich großartig. Das Einzige, das ist halt schon so die Frage.
Was ist mit der Spitze? Ich meine, wie ich Tops kenne, sind gewisse Messer von Tops, die ich nicht leiden kann, einfach weil ich der Meinung bin, dass die einfach nur schön ausschauen, aber nichts bringen. Aber ich bin von Tops nur Qualität gewohnt, also das muss man auch sagen. Nein, passt gut. Passt wirklich gut. So, ich bin jetzt wieder bei den ominösen, ja, Haselstöcken. Ich bin nicht mitten im Wald. Ich bin zwar auf Waldolabatee, aber das hier hinter mir, das, also hinter dir eigentlich, virtuell zumindest, ist ein Parkplatz. Das heißt, da wachsen diese Sträucher rein in den Parkplatz. Und wenn ich das nicht mache, kommen Waldarbeiter mit Sägen und schneiden das um. Das heißt, bitte nicht in den Wald gehen, in irgendeinen Wald und irgendwas umhacken, das ist ganz klar. Aber ich darf das hier und... Wie gesagt, ob ich das mache oder wer anderer, spielt keine Rolle. So, das Teil hier ist wirklich dick. Ich bin schon so gespannt, ich bin so gespannt. Yes, also wie man so schön sagt. Ich mache davon gleich ein Foto und blende das auch mit ein. Das ist wirklich beachtlich. Also mit dem ersten Schlag, jetzt den zweiten dazu. Jetzt vibriert das Ganze schon ein wenig, weil der Ast auch mit vibriert, also das spüre ich jetzt schon. Das prellt ein bisschen, wie man so schön sagt, aber ist okay. Oh, Baum fällt! Ja, also Ast fällt, das ist schon ganz schön schwer, muss ich aufpassen, dass man nicht weh tut. Da, schau mal her. Das Ding, das Ding ist wirklich dick. Das Ding ist wirklich dick. Na gut, da wollen wir mal ein bisschen. Okay. Also, das war ein Streich, ja. Das war ein Streich. Ist klar. Ist aber, das war jetzt klar. Aber irgendwie, was ist da los? Irgendwie tut mir da am Daumen tut es mir ein bisschen weh. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Und zwar schau mal her. Die Schraube hier, diese Schraube, die ist nicht ganz nach innen gelegt. Die steht ein bisschen hervor. Und dadurch reibt das hier an der Stelle am Daumen. Das habe ich jetzt auch vorher gespürt. Das heißt, entweder halte ich das Messer so. Oder ich versuche, das etwas weiter reinzutrennen. Das werde ich später machen in einem eigenen Video. Am Messerkanal, kennst du den? Oben beim i-Klicken, schau da mal rein. Da werde ich versuchen, ihn da das anzuschrauben, fester zu machen. Aber wahrscheinlich muss ich den Daumen da herlegen. Ja genau, dann spürt man es nicht. Dann spürt man es nicht. Also einmal, zweimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und das nächste ist durch. Also, ich liebe ja Macheten und das Ding ist auch sauscharf. Aber die fetzt schon. Also das muss man dem Teil wirklich lassen. Das fetzt schon. Also Spaß macht das schon. Jetzt arbeite ich hier die Gabel raus. Eigentlich würde ich es umdrehen und von der anderen Seite, also von unten hacken, also von der Seite. Da ist weniger Widerstand, meiner Erfahrung nach, aber gut. Ich arbeite aber absichtlich von oben. Damit es schwerer ist und schwieriger. Das merke ich natürlich auch. Ist viel zäher, also es steckt die Machete auch viel stärker im Holz. Auch beim Rausziehen merke ich das. Also man kann mit allen Klingenbereichen sehr gut arbeiten.
Das ist wirklich top. Tops eben. Jetzt werden wir da ein bisschen drehen. So ist so ein schraubiger Baum. Schraubiges Holz, das sich so rausdreht, im Gegensatz zu einer Esche. Also ja, ich kann nur sagen, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Es wird jetzt schon langsam dunkel hier im Buschkräfterareal auf Waldurlaubadé. Da muss ich mich ein bisschen beeilen, aber das Messer braucht ohnehin einen Langzeittest. Also schneiden tut das wie Sau. Also das merkst du auch. Also wenn du es rausnimmst aus der Box sozusagen. Hölle scharf. Und auch jetzt nach dem Arbeiten da noch immer. Wirklich hölle scharf. Absolut hölle scharf. Mir persönlich wäre es trotzdem, ich weiß, das ist jetzt kein Sempern, ja? Egal, mir wäre es trotzdem lieber, es wäre hier ein anderer Guard, der ein bisschen weiter nach vorgeht und die Klinge wäre bis ganz durch oder so, aber ich kann mich mit dem irgendwie nicht so ganz anfreunden, aber das ist Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache, ich will da gar nicht sudern oder sempern. Das ist wirklich ein tolles Messer. Ich meine, mit einer Machete. Ich werde immer zu Walter Macheten, ich habe da eine, ich glaube die Machtec 4, eine super Machete zum kleinen Preis, aber das machst du mit dem Ding nicht. Also der Storm Vector ist wirklich eine One-Tool-Option. Ja, jetzt mal so beim ersten drüber gehen und ein bisschen arbeiten damit, als One-Tool-Option durchaus brauchbar. Ja, du brauchst einiges an Power, nämlich hier, weil es ist sehr kopflastig, also du hast wirklich ein fettes Teil in der Hand und das ist halt beim Schnitzen grenzwertig, aber ich glaube, dass Tops, das sind Profis, ja. Die haben sich dabei was gedacht und sind, glaube ich, vermutmaßlich hier an die Grenze gegangen. Also natürlich, es hängt immer davon ab, wie stark man ist, ja. Aber man ist hier hart an der Grenze, ja, ganz an die Grenze gegangen des Machbaren, dass man einerseits eine Machete hat, die, wie du gesehen hast, Zug hat, und auf der anderen Seite, ja, ein Teil, das trotz alledem noch schnittig ist. Und das ist es auf jeden Fall. Das Ding ist genial. Dieses Ding ist wirklich genial. Jetzt weiß ich, warum es so gelobt wurde. Ich werde es in den Langzeittest nehmen, ganz einfach. Das mit der Spitze, wie gesagt, das erschließt sich mir nicht. Ich verstehe den Sinn hier jetzt noch nicht ganz, weil ja doch diese Spitze da ein Schwachpunkt ist. Mutmaßlich jetzt mal. Aber das ist super. Feuerstahlbedienung. Kann ich mir vorstellen, dass das geht. Auf jeden Fall scharf genug, um ja, abzuarbeiten, die Rinde. Also es ist wirklich scharf. Ein tolles Messer. Wirklich ein tolles Messer. Ich werde jetzt noch am Messerkanal ein Video hochladen, wo ich versuche, diese Schraube hier zu manipulieren, denn das ist das Einzige. Hier sieht man es jetzt gut. Auf beiden Seiten steht diese Schraube ein bisschen weiter raus. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wenn du den Daumen jetzt dann so auflegst, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du so ein Arbeiter bist wie ich, dann ist das ein bisschen unangenehm. Ja? Das ist der Punkt. Wow, echt wow. Hier hinten wird es dicker, dass man auch weiter hinten greifen kann, wenn man noch mehr Zug brauchen wird. Abartig. Wirklich abartig. Wirklich, wirklich abartig. Schau dir den Griff an. Hier ein bisschen eine Teilierung. Boah. Jetzt bist du dran. Was hältst du vom Storm Vector? Billige Eigenwerbung, ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop, ist eh ganz klar. Was hältst du von dem? Was ist da deine Meinung dazu? Warum hat er die Spitze? Das würde mich irrsinnig interessieren, ob du da eine Idee hast. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schau in meinen Shop vorbei. Wir haben nur wenige und wir kriegen erst irgendwann wieder Nachschub. Also es ist wirklich schwierig momentan an diese Teile ranzukommen. Also wenn du einen haben willst, ich würde es jetzt tun. Ohne jetzt, das ist keine Verkaufsmasche, fix nicht. Aber erstens, sie sind schwer zu bekommen und zweitens, die Preise steigen momentan von Woche zu Woche, ja, von Monat zu Monat. Und daher, ich würde zuschlagen, wenn du einen haben willst. Das war's jetzt. Kommentar schreiben, Daumen nach oben oder nach unten. Billige Eigenwerbung natürlich in meinen Shop. Schau auch am Messerkanal vorbei. Wunderbarer Ausblick hier auf Waldhöhle Abadé. Sonnenuntergang genießen. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.